Servus Leute, Knochen wieder hier. Knochenbrigade. So, heute fahre ich die Bad Johnny. Lange ist her, schon lange kein Video mehr gemacht. Die Bad Johnny oder Boot Johnny. Oh, ich sammle erstmal einen Container hier. Heute haben wir den 10. und hier ist immer noch dieses Gedöns hier vom Silvester. Aber gut, wahrscheinlich wird es noch bis Ende des Monats hier bleiben. So, ich habe schon lange keinen Supercontainer mehr bekommen. Das nervt mich irgendwie. Mal gucken, was jetzt drin ist. Meistens sind es irgendwie so 5 Signalflaggen. Das ist gar nicht das Hauptthema hier. Aber ich wollte eigentlich vorher noch sammeln. Jetzt habe ich es vergessen. Mache ich es halt jetzt. So. Also, Boot Johnny. Ich finde das komisch. Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Ich hätte mal nachgucken sollen, wo der Name eigentlich herstammt. Das ist das schöne Stück hier. Ein Kreuzer. Rang 6 bei den Russen. Dienstgestellt 1940, wie man hier sieht. Ein leichter Kreuzer, der unter der Bezeichnung Projekt 94 gebaut wurde. So. Relativ schnell, wie man sieht, 36,8 Knoten. Man kann natürlich noch Signalflaggen einbauen. 3x3, 120 mm, also drei Drillingstürme, 152 mm. Die Torpedos können wir vernachlässigen, weil da komme ich sowieso nie dazu, die abzuschießen. Aber wie man sieht, wirklich ein schönes Schiff hier. So, dann hoffe ich mal, dass es jetzt besser läuft. Immer noch unterwegs mit der Bad Johnny, Boot Johnny, wie auch immer die russischen Brüder das aussprechen. Die Karte hier finde ich eigentlich mit am besten. Ich weiß nicht wieso, das heißt noch gar nichts hier, aber ich finde, mit Schlachtschiffen ist die super hier. Wenn jetzt nicht wieder alle rüber in eine Richtung ziehen hier. Letztens gehabt, da sind wir hier zu zweit. Da war ich mit Kaiser Franz hier. Oder Kaiserin Franzi, wie sie hier heißt. Und wir waren ja echt zu zweit. Ich glaube, wir müssen rüber. Und dann sind wir auch rüber, weil alle anderen auch rüber sind. Erstmal am Anfang. Ne? Wie auch immer. Also zusehen, dass ich wenigstens, also schön wäre es, einen Kill hinzukriegen. Das wäre schön. Und den einzigen Zerstörer, den haben wir. Das ist auch eine super Sache eigentlich. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, immer bei dieser Karte. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, dass die irgendwann, also, was will ich jetzt erstmal überlegen, was ich sagen will, bevor ich weiter rede. Also irgendjemand muss das ja mal implementiert haben. Und gesagt haben, lass mal alle auf eine Seite. Und plötzlich macht das ja jeder hier. Jetzt scheint es gerade nicht so zu sein. Unser Zerstörer fährt vor. Aber ich denke mir dann immer so, warum bleiben wir nicht auf der Seite und versuchen die hier zu vernichten? Weil es bleiben ja immer so ein, zwei Leute bleiben schon auf der Richtung. Hier schon wieder in Cleveland. Wie davor war ich auch mit der Cleveland im Clinch. Und das hat ja auch nicht funktioniert. Muss man natürlich ganz schön darauf achten, wie man anvisiert. Man muss seine eigene Richtung natürlich mit beachten. Das ist jetzt alles geschätzt hier. Ober, richtig viel Zeugs eigentlich gerade hier. Aber es scheint so, als würden sie rüberfahren wollen. Ist mir eigentlich auch lieb so, weil wenn die rüberfahren, von mir aus können wir alle hier bleiben. Wenn wir die jetzt also beim Abziehen sozusagen noch dezimieren könnten, also so zwei, drei rausnehmen, wäre das ja nicht das Problem. Das sollte nicht das Problem für die da drüben sein. Aber ich kriege jetzt auch schon ein bisschen was auf die Zwiebel. Ich bin ja echt mal auf russische Schlachtschiffe gespannt. Die werden ja wohl demnächst auch mal dazu kommen. Muss ich mal in den Entwicklerblock mal durchlesen. Oh, Zitadellentreffer. Das Zitadelle. Aber ist ja auch kein amerikanisches Kreuzer-Ungetüm hier. Ich hoffe, dass ich einen wegkrieg. Hier scheint es ganz gut zu sein jetzt bei dem. Und noch ein Zitadellentreffer. Und ich krieg das nie hin bei amerikanischen. Da habe ich mit Sicherheit auch mal einen Zitadellentreffer gemacht, aber nicht so. Oh, wow, noch ein Zitadellentreffer. Drei Zitadellentreffer auf ein und dasselbe Schiff. Und versenkt. Und ich verstehe nicht. Also, warum geht es bei einigen so einfach und bei Amerikanern, hallo Linie, so gut wie gar nicht. Das frustriert mich manchmal so. Wirklich so ungemein. Aber gut, es ist ein Arcade-Spiel und ist natürlich nicht alles 100% korrekt. Ich will es ja auch nicht rummosern, denn ich habe nicht von jedem Schiff die Panzerung im Kopf hier. Ich
Ich hasse es, das in Cleveland. Also ich finde, Bud Johnny gegen Cleveland, ist hier Cleveland eigentlich stärker. Ich habe ja eine Cleveland, nur ich habe gerade nicht im Kopf, welche Panzerungsstärke sie hat. Irgendwo ist der Schlawiner hier. Er schießt ja schon. Schon wieder habe ich so ein ungutes Gefühl. Ich weiß auch nicht. Das sieht man mal richtig schön. Wie lange wir unterwegs sind. Ich versuche mal den hier noch irgendwie wegzumachen. Obwohl er hat auch nicht mehr wirklich viel Leben. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht mehr. Ne. Also, wieder wechseln. Oh, Glück gehabt, rechtzeitig mitbekommen. Aus welcher Richtung er schießt hier. Jetzt ist er der Einzige hier. Heißt aber noch nichts. Okay, ich habe einen Treffer abbekommen. Ja, ist ja schön und gut. Gut, das wird auch nichts hier. Das sind natürlich so Spieler, da muss man sich ziemlich genau merken, eigentlich in seinem eigenen Bereich. Eigentlich muss man sich für zwei Stufen, nach oben oder nach unten, ja merken, welche Spezifikationen diese Schiffe haben, wie viel Panzerungsstärke die haben und so. Also, das kann man natürlich nicht. Das ist halt also, hat viel mit Glück zu tun. Mach hier mal einen Treffer tatsächlich ein. Okay, solange er noch mit HE schießt, geht das ja alles. Mannschaften in voller Alarmbereitschaft. Also die Kurzo ging ja ziemlich leicht, aber das hier... Ich kriege auch keinen Zitadellentreffer hin. 5 Treffer, aber kein Zitadellentreffer. Selbst wenn alle treffen würden, bin ich mir sicher, dass hier kein Zitadellentreffer mit bei ist. Er schießt immer noch mit HE. Man sieht ja, ich kriege keinen Zitadellentreffer hin hier. Wahnsinn. Und schon wieder kein Zitadellentreffer. 8 Treffer, kein Zitadellentreffer dabei. Ja. Sieben Treffer, kein Zitadellentreffer. Also hier ist Russia nicht so strong. Oh, jetzt hat er gewechselt. Jetzt hat er auf AP gewechselt, scheiße. Er kriegt schon wieder nichts hin hier. Der ist noch außer Torpedo-Reichweite. Ich glaube, da wird nichts mehr hier. Ja, yep. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ich gehe jetzt erstmal gepflegt ausrasten. Ja, tschüss.